Hallo zusammen. Heute möchte ich mit euch das Thema Drohnenfilter gemeinsam testen und schauen, welche Ergebnisse diese Filter überhaupt mit sich bringen. Ich habe mir von Amazon für 30 Euro dieses Filterset hier geholt. Das ist jetzt nicht wirklich teuer. Im Vergleich zu einer Fotografie kostet mich ein Filter circa um die 100 Euro. Und ich würde ganz gerne mal testen, ob ich damit solche milchigen Himmel viel strukturierter aufnehmen kann, als ich jetzt mit der bisherigen Kamera der Drohne kann. Ihr kennt das vielleicht vom Fotografieren oder vom Film. Sobald ihr ins Gegenlicht kommt, fressen die frisst der Himmel einfach aus und ihr habt nur noch weiße Blendenflecken. Das heißt, ihr habt keine Bildinformationen auf dem Foto mehr erhalten. Und genau das möchte ich mit den Drohnenfiltern diesen Fehler möchte ich mit den Drohnenfiltern beheben. In der Vergangenheit habe ich das probiert mit der Belichtungskorrektur, hat aber nicht mehr so ganz hingehauen, sodass ich hoffe, dass das ein bisschen mehr bringt. Schauen wir uns mal die Filter in der Box an sich an. Das ist jetzt hier keine besondere Marke, die ich mir gekauft habe. Ich verlinke euch die Filter gerne einzeln nachher unter dem Videobeitrag. Es ist einfach ein Standard-Set. Okay, hier sehen wir auch die Firma KNF. Das Set besteht aus 5 Filtern. Es sind 3 ND-Filter in der Stärke 4, 8 und 16 vorhanden, ein UV-Filter und ein Polfilter. Der UV-Filter, den finde ich persönlich Quatsch, der filtert das ultraviolette Licht raus. Der Polfilter nimmt Spiegelung von glänzenden oder sich widerspiegelnden Material wie Fensterscheiben, Lacken, Seen etc. Und die ND-Filter, die korrigieren an sich das Licht. Also je stärker der Wert ist, 8, 4 oder 16, desto stärker ist es. Was wir bei dem Teil schon mal merken, wenn ich mir die einzelnen Filter rausschrauben möchte, es ist recht schwierig und man bekommt hier ganz schnell Fingerabdrücke drauf. Also muss man die dementsprechend vorsichtig beheben. Hier an der Seite kann ich den Wert sehen, dass es halt ND6 ist. Genau. Nee, Quatsch. Ein ND16, Entschuldigung. Hat seine Brille auf, aber kann manchmal nicht richtig lesen. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Grundsätzlich probieren wir alle Filter jetzt einfach mal aus, zumindest die ND-Filter. Und dann schauen wir uns daher gemeinsam die Ergebnisse mal an. Und ich blende euch gleich noch mal ein. Bevor ich jetzt die einzelnen ND-Filter teste, schicke ich die Drohne einmal mit der Standardlinse hoch, damit wir auch nachher so einen Vorher-Nachher-Vergleich haben. Und dann zeige ich euch, wie ihr die Linsen aufschraubt. So, bei diesem Video geht es mir jetzt gar nicht darum, schön zu fliegen, sondern euch einfach nur zu zeigen, wie der Himmel ohne ND-Filter aussieht. Wir erkennen hier, dass im Himmel sehr viele Graustufen sind, also es ist sehr wolkig. Es sind auf der rechten Seite ganz wenige Strukturen zu sehen, die Sonne brennt leicht aus und ich bin gespannt, wie man das ohne ND oder mit ND4-Filter nachher besser machen kann. Und ich zeige euch jetzt aber erstmal, wie ihr die Filter an die Drohne dran schraubt. Nun zeige ich euch mal, wie ihr die Filter überhaupt draufsetzt. Ihr könnt hier die bestehende Linse einfach abdrehen. Es gibt auch noch Filter, die haben Steckaufsätze, bin ich jetzt aber nicht so ein Fan von, weil wenn es aufgesteckt ist, kann es auch gerne mal schnell verloren gehen. Von daher habe ich mich lieber für die Schraubvariante entschieden. Alten Filter abdrehen und den neuen jetzt einfach draufschrauben. In diesem Video gehen wir jetzt mit dem ND4-Filter in die Luft und sehen jetzt nur, wenn überhaupt, eine minimale Verbesserung. Also direkt im Gegenlicht ist die Sonne immer noch ausgebrannt. Es sind etwas mehr Tiefen unten. Ich mache nochmal einen kleinen Rundumflug. Wir sehen auch das Blau auf der anderen Seite des Himmels. Ich behaupte mal aber, dass es keine signifikanten Änderungen gibt im Vergleich ohne ND-Filter. Aber probieren wir das einfach nochmal mit dem 8er ND-Filter raus. Jetzt haben wir den ND80 auf die Linse geschraubt und schauen mal an, was der kann. So, da sind wir auch schon in der Luft und sehen auch beim ND8er direkt im Gegenlicht keine Verbesserung. Beim Abblenden nach unten sehen wir eine Farbkorrektur, aber auch oben bleibt weiterhin alles ausgefressen. Ist eigentlich aber auch klar, weil das ganze Bild mit einem Graufilter versehen ist und nicht nur einem Grauverlaufsfilter, wie sonst auch. Es wird nochmal nachkorrigiert, aber deutlich mehr Struktur und Zeichnung
als es bei den anderen Filtern ist, also 4 im Vorfeld, den ich getestet habe, sieht man beim ND8-Filter nicht wirklich. Habe ich ein bisschen mehr mir von versprochen im ersten Teil, aber naja, probieren wir jetzt einfach mal den ND16 aus. Ich mache mal ein paar Testbilder. Wir sehen hier auf jeden Fall sehr viel Zeichnungen im Himmel. Allerdings hier auch sehr viele Tiefen im unteren Teil. Mal schauen, ob man dann später mit der Bildbearbeitung oder im Videoprogramm besser nochmal korrigieren kann. Ich hätte natürlich über die App auch die Möglichkeit, mit Plus und Minus nochmal eine Belichtungskorrektur durchzuführen. Das ist natürlich hier schon sehr dunkel. Setzen wir die wieder auf 0, beziehungsweise im gleichen Plusbereich. Für den Test bleiben wir weiter im Nullbereich und schauen uns gleich die Ergebnisse einmal an. Kleines Abschlussfazit. Den ND8, den lasse ich jetzt erstmal als Standardlinse bei mir auf der Kamera drauf. Ich werde mir jetzt erstmal am Rechner die Fotos und die Videos noch einmal ansehen, um zu gucken, welche Ergebnisse bei diesem Test dabei rausgekommen sind. An sich auf den ersten Blick muss ich sagen, bin ich da recht gefühlslos. Ob ich die Dinger jetzt drauf habe oder nicht, spielt keine große Rolle. Es sind leichte Verbesserungen im Gegenlicht festzustellen auf den ersten Blick. Ob das am Rechner nachher auch der Fall ist, wird sich zeigen. Den ersten Eindruck von dem Blick auf dem Handy-Display muss ich leider korrigieren, nachdem ich die Bilder und das Video in dem Rechner geladen habe. Die Fotos und auch das Video, die ich mit dem ND-Filter gemacht habe, auch dem 16er, zeigen keine signifikante Zeichnung im Himmel rein. Also diesen Effekt bekomme ich auch durch eine Unterbelichtung und eine Belichtungskorrektur durch die Handy-App hin und brauche mir dazu eigentlich keinen weiteren Filter kaufen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Like hinterlässt oder auch einen Kommentar unterhalb des Videopostes und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.